Ich war früher für Death in Texas bekannt. Dann habe ich das Deck aufgegeben, weil man es mit Yorion spielen muss. Und ich dachte mir, es wird Zeit, nochmal eine Variante auszutesten, die ich ganz lange nicht mehr angepackt habe. Heute schauen wir uns Death and Hawks an. Death and Hawks ist eine Variante, die ich mitentwickelt habe, damals als Renin 6 auf den Markt kam. Ganz, ganz schlimme Zeit für Death in Texas. Und ich habe damals angefangen mit Squadron Hawks der Force zu spielen. Und irgendein Chinese oder Japaner hat das wohl gesehen. Ich hatte das mal gepostet und hat das übernommen. Und dann gab es auf einmal so eine ganz kleine Hypewelle, wo dann haufenweise Leute das auch gespielt haben. Es wurde dann an mehreren Stellen tatsächlich gleichzeitig entwickelt. Also es gab auch noch irgendwo in der Nähe von Bottrop auch noch einen Kollegen von mir, der das auch noch angefangen hat zu entwickeln. Dementsprechend waren es dann wie 3-4 Leute, die geclaimt haben, ich habe das Deck entwickelt und ich bin einer davon. Aber bevor wir zum Deck gehen, einmal ganz kurz Werbung. Vielen Dank an meine Patrons. Vielen Dank an die Leute, die mich hier unterstützen. Nicht nur die Patrons, auch die YouTube-Memberships. Ihr seid ganz großartig. Ich liebe euch alle. Ganz, ganz nett, dass ihr mich unterstützt. Ohne euch wäre so viel nicht möglich, was ich auf diesem Channel mache. Vielen, vielen Dank. Und wenn ihr mich auch unterstützen wollt, könnt ihr das tun. Ab 3 € im Monat könnt ihr mich unterstützen. Und ja, schaut mal vorbei. Wenn ihr das tun könnt und wollt, dann könnt ihr ja da mal reinschauen. Kann ja sein. Jetzt aber zum Deck-Tech. Wir haben 5 Ebenen, tappt für ein weißes. 5 Snow-Covered-Ebenen, tappt für ein weißes. Die Begründung dafür, dass wir 5 und 5 spielen, ist tatsächlich immer noch Portent. Ich bin ein alter Mann. In meiner Magic-Zeit hat man Portent gespielt, wo man den Gegner eine Karte gemillt hat. Und wenn es diese Karte war, die man angesagt hat, dann durfte man 2 Karten ziehen. Und das hat dazu geführt, dass man, wenn man gegen Death in Texas gespielt hat, eine 1-zu-6 Chance hatte, 60 Karten, 10 davon sind in den Ebenen, dass man 2 Karten ziehen darf. Und diese Chance würde ich gerne halbieren, deswegen 5. Und 5 ist der einzige Grund, warum man die halbiert, meiner Erfahrung nach. Dann haben wir 1 Silent Clearing. Tappen für ein weißes oder schwarzes, wir bekommen Schaden. Und tappen für ein Mana, tappen, opfern, Karte ziehen. Das ist ganz gut. Das ist schwarz-weiße, weil wir im Sideboard schwarz haben. 2 Rishan Ports. Eine Karte, die immer mehr out of favor fällt. Tappen für ein farbloses oder ein Mana, tappen, tappen. Wie gesagt, fällt immer weiter aus dem Favor, weil es ist zu langsam. Man kriegt den Gegner nicht mehr in diese Loks rein. Decks sind so explosiv und arbeiten alle auf einem Mana so krass. Es macht leider Port immer schlechter. Karte, die nicht schlechter geworden ist, ist Wasteland. Die einzige gerade Non-Foil-Karte in diesem Deck, weil ich es einfach nicht geschissen bekommen habe, meine Vollversion zu ziehen und zu bekommen wieder. Die sind aktuell ausgeliehen. Dementsprechend, ja, Wasteland tappen, Land zerstören, sehr, sehr gut. Dann haben wir 3 Karakas. Eins der besten Länder, meiner Meinung nach. Tappen für ein weißes. Oder wir können es tappen und können Legendary Zug auf die Hand geben. Sehr, sehr mächtige Karte. Wirklich mächtig. Und gerade in diesem Deck werdet ihr sehen, wir spielen eine Menge Legendary. Und dementsprechend spielen wir auch 3 Karakas. Eine Menge Legendaries bedeutet auch ein Iganjo, Seed of the Empire. Tappen für ein weißes. Oder wir können es für 3 Mana aus der Hand abwerfen, eine angreifende oder blockende Kreatur 4 Schaden zu schießen. Und es kostet 1 weniger für jede Legendary Creature, die wir kontrollieren. Wie gesagt, wir haben eine Menge Legendaries drin. Dann haben wir noch als letztes Land Iganjo Castle. Tappen für ein weißes oder ein weißes Tappen. Wir verhindern 2 Schadenspunkte, können wir aber nur auf Legendary Creatures machen. Auch das sehr, sehr, sehr mächtig. Dann, Death in Texas wäre nichts ohne Aether Fiole. Ein Mana Artefakt. Zu Beginn des Saisons können wir eine Marke drauflegen, tappen und wir können eine Kreatur aus unserer Hand mit diesen Mana-Kosten ins Spiel bringen. Sehr, sehr gute Karte, sehr, sehr wichtige Karte einfach, denn diese Karte sorgt dafür, dass wir überhaupt im Spiel bleiben können, weil wir damit Tempo gewinnen. Das heißt, wir spielen die erste Runde, spielen dann einen 2-Drop, während das hier unser 1-Drop ist und wenn wir dann beide auf 2 haben, wir lassen die Weile übrigens immer auf 2, weil wir haben halt nur 2 Mana-Karten drin und eine 3 Mana-Karten und 3 Ein-Mana-Karten. Also immer auf 2 lassen. Und dann können wir halt 2 bis 3 Karten pro Runde spielen. Das macht einen starken Tempo-Vorteil. Das wollen wir machen. Dann 4 Swords to Plowshares. Wir sind übrigens bei den Nicht-Ländern, Nicht-Kreaturen, falls ihr es noch nicht aufgefallen seid. Für ein weißes Mana exilieren wir eine Kreatur. Der Beherrscher bekommt Lebenspunkte in Höhe der Stärke. Kennt man auch schon zu Genüge. Und dann kommt eine Neuerung. Und zwar ein Flowering of the White Tree. Und ja, das ist mein Ernst. 2 weiße Mana, eine Verzauberung.
die sagt, Legendary Creatures kriegen +2/+1 und Ward 1 und Non-Legendaries kriegen +1/+1. Das ist mein voller Ernst, dass wir die spielen. Denn, ich wiederhole, wir haben eine Menge Legendaries drin. Dann 4 Force of Virtue. Das ist eine der beiden Karten für Death and Hawks. 4 Mana Verzauberung. Wenn es nicht unser Zug ist, können wir die spielen, indem wir eine weiße Karte aus der Hand exilen und statt die Mana Kosten bezahlen. Sie hat Flash und unsere Kreaturen kriegen +1/+1. Sehr, sehr mächtig. Denn wir spielen auch 4 Squadron Hawks. Squadron Hawks sind 2 Mana 1/1 fliegender Vogel. Der sagt, wenn er ins Spielfeld kommt, können wir beliebig, also 3 bis zu 3 Stück mit dem Namen Squadron Hawk aus dem Deck auf die Hand nehmen. Wir spielen Squadron Hawk, holen uns die aus dem Deck, pitchen eine zu Force of Virtue, dann haben wir hier die gepitcht und dann haben wir immer noch 3-2-2 fliegende und das ist gut. Das ist meistens gut. Wie gesagt, dazu kommt halt noch, dass wir ein zweites Force of Virtue haben können oder dieses Flowering, was den ja auch +1/+1 gibt, um dann die ganzen 3-3ern zu matchen, die in der Luft sind. Das ist die Grundidee von Death and Hawks. Wenn wir jetzt weiter anschauen, was wir haben. Wir haben sonst eine relativ Standard Death and Texas Liste. 2 Solitudes, 5 Mana, 3, 2 Flash, Lifelink. Und wir können sie halt evoken, indem wir eine weiße Karte aus der Hand exilen. Auch hier, wunderschön, unser kleiner Ausritt, sag ich mal, zu den Squadron Hawks, weil wir damit genug weiße Karten in der Hand haben. Und wie gesagt, wenn sie ins Spiel kommt, haben wir auch einen Spot zur Plowshares. Das heißt, wir exilen eine Kreatur und der Beherrscher kriegt Lebenspunkte in Höhe der Stärke der Karte. Jetzt habe ich noch 2 neue Karten mit drin. Und zwar Senno, Keen Protector. 2 Mana 2-1, fliegend Wachsamkeit. Tappen, wir exilen die, scryen 2 und bekommen 2 Leben. Wenn eine Legendary Creature, die wir kontrollieren, angreift, kommt diese Karte aus dem Exile angreifend ins Spiel zurück. Erstens, sie ist selber eine Legendary. Damit läuft sie mit dem Flowering of the Trees zu einer 4-2 auf, was mächtig ist. Zweitens, mit Force of Virtue haben wir eine 3-2-Kreatur, die Delver-Style ist. Und Delver-Style ist gut, vor allem mit Wachsamkeit. Und wir können damit halt angreifen, blocken, tappen, exilen, wieder angreifen, die wieder reinholen und wieder. Also ist wahnsinnig stark. Und wir können sie auch zu Force of Virtue und auch zu Solitude tatsächlich pitchen, also aus der Hand exilen, um sie im Exile zu haben. Dann greifen wir mit irgendeiner Legendary Creature an und haben die Karten wieder. Ist großartig. Unsere Legendary Creatures belaufen sich auf eine Lauren of the Third Path. 3 Mana, 2-1, Wachsamkeit. Wenn sie ins Spielfeld kommt, zerstört sie einen Artefakt der Verzauberung. Tappen und jeder Spieler zieht eine Karte. Also im Zwei-Spieler-Match zieht jeder Spieler eine Karte. Es ist eigentlich You und Target Opponent, aber es ist jeder Spieler. So, dann 2 Talias, Guardian of Traven. Ja, sie beschweren sich schon, dass es nur 2 sind. Ich habe aber leider keinen Platz für mehr. 2 Mana, 2-1, Erstschlag, Non-Creatures kosten 1 Mana mehr. Macht sich halt nicht so gut mit Force of Virtue oder auch dem White Tree. Dementsprechend nur 2. Dafür spielen wir aber 3 Felia. Der kleine süße Legendary Hund, der auf einmal auch 4-3 wird, by the way. Und naja, 2 Mana, 2-2 Flash, immer wenn der angreift, dann exilen wir eine andere Non-Land Permanent. Zu Beginn des nächsten Endsteps bringen wir sie wieder. Und wenn die unter unserer Kontrolle ins Spiel gekommen ist, legen wir eine +1/+1 Mark auf die Karte. Bombe. Bombe. Dann 3 Samwise. Auch hier Legendary Creature. 2 Mana, 2-1 Legendary Creature, Halfling Priest, also ein Hobbit, mit Flash. Und wenn er ins Spielfeld kommt, suchen wir uns eine Permanente aus dem Friedhof aus, die in die Suche auf den Friedhof gegangen ist. Zum Beispiel ein Solitude, das gepitcht wurde, oder irgendwas, was zerstört wurde. Und nehmen die auf die Hand und dann temptet uns der Ring. Das mit dem Ring ist nicht so relevant. Aber der Rest ist relevant. So, das war's mit Legendaries. Das sind eine Menge Legendaries. Was wir dann noch spielen, sind 4 White Orchard Phantoms. 2 Mana 2-2 First Strike Flying. Und wenn er ins Spiel kommt, zerstören wir Non-Basic Land. Der Beherrscher darf sich ein Deck nach einem Basic Land suchen und es getappt ins Spiel bringen. Sehr mächtig, gerade mit hier dem kleinen Felia oder so gegen Eldrazi. Sehr, sehr sweet. Und Eldrazi ist halt eins der stärksten Decks aktuell. Dann haben wir noch einen Witch Enchanter. 4 Mana 2-2. Wenn er ins Spiel kommt, zerstören wir ein Artefakt oder Verzauberung. Oder wir können den eben als MDFC legen. Das bedeutet, der kommt als Land ins Spiel. Und wenn wir 3 Leben bezahlen, sogar enttappt. Ist ganz gut. Vor allem, wenn man damit coole Flicker sammeln kann. Und dann haben wir noch 3 Giver of Runes. Ich habe schon gesagt, Eldrazi ist ein Ding.
Removal aktuell auch, ja, aber Mother of Runes hat einfach das Problem, dass sie nicht vor Farblosschutz gibt. Und vor Farblosschutz geben ist aktuell das Wichtigste, was man haben kann, meiner Meinung nach. Dementsprechend, ja, Giver of Runes. Außerdem sind sie dann 2-3 und 2-3 ist eine absolute Hausnummer, wenn man ein Force of Virtue draußen hat. Das ist das Mainboard. Kommen wir mal zum Sideboard. Im Sideboard habe ich meiner Meinung nach sehr, sehr einfach die Karten gehalten. Wer mich kennt, ihr wisst, ich bin normalerweise jemand, der ganz viel ins Sideboard reindenkt. Dieses Mal ausnahmsweise nicht. Wir spielen ein Rest in Peace. 2 Mana Enchantment, wenn es ins Spielfeld kommt, exilen wir alle Friedhöfe und immer wenn eine Karte in den Friedhof geht, wird sie stattdessen exiliert. Gut gegen Grief, gut gegen Uro, gut gegen die ganzen anderen Müllkarten, die man so spielt und irgendwas mit dem Friedhof zu tun haben. Weg. Dann 2 Containment Priests, genau dasselbe Problem. Non-Token Creature, die ins Spiel kommen, die nicht gecastet wurden, werden exiliert. Spannenderweise kann man die auch reinnehmen gegen sowas wie Eldrazi. Und wenn man damit Felia angreift, kann man dem Gegner eine Kreatur exilen und sie im Endstep wiederbringen und sie damit Containment Priest forever exilen. Ist eine Strategie, die gegen Eldrazi sehr gut funktioniert. Dann Fairy Macabre. Kann man von der Hand abwerfen und 2 Karten aus dem Friedhof zu entfernen. Was ist ganz gut, weil es nicht gecountert werden kann. Und es kann halt 3 Mana 2-2 Fliegender sein. Habt ihr noch nie als Fliegen gehabt. So, dann haben wir diese komischen ganzen Spellslinger-Decks, die irgendwie versuchen, was Cooles zu machen mit Artefakten oder Dark Rids oder sonst was. Da spielen wir 3 Defeating Silence. Wir müssen den Ball fair halten. 1 weißes Mana. Spieler können nicht mehr als 1 Non-Creature-Spell pro Runde spielen. Ist gegen diese Decks sehr, sehr gut. Dazu noch ein Kataki. Hin und wieder mal trifft man bei uns auf Artefakt-Decks. 2 Mana, 2-1, alle Artefakte haben zu Beginn des Verlangungsmanns für das Ding geopfert. Es seien, glaube ich, Herrscher zahlen 1 Mana. Sehr, sehr mächtig. Tatsächlich sehr, sehr mächtig dagegen. Dann kommen wir noch so ein bisschen zu allgemeinerem Kram. Dann haben wir einen Call of Grace gegen Control-Decks. 4 Mana Enchantment. Wenn es ins Spiel verkommt, wird man Monarch. Und zu Beginn des Versorgungsmanns kriegt man einen weißen 1-1 Spirit mit fliegend. Wenn man nicht der Monarch ist, wenn man der Monarch ist, kriegt man 4-4 Engel mit fliegend. Die mit Force of Virtue, insane gut. Insane gut. Dann ein Council's Judgment gegen Planeswalker oder Artefakt-Decks oder ähnliches, mit dem wir nicht so gut umgehen können. Deshalb 3 Mana. Wir voten für Non-Land Permanent. Der Gegner wird für dasselbe voten. Danach exilen wir das. Dann für längere Spiele eine Pre-War Formware. Das ist eine Karte, die habe ich wirklich lieben gelernt. So stark. 3 Mana Equipment. Wenn sie ins Spielfeld kommen, können wir eine Kreatur mit Mana-Kosten 3 oder weniger aus dem Friedhof ins Spiel bringen und die dann anrüsten. Die Kreatur kriegt +2/+2 in Wachsamkeit. So, wenn wir jetzt wieder ein Felia haben, können wir die andauernd neu flickern, um damit andauernd die Sachen wiederzuholen. Und das ist insane stark. Vor allem, weil wir mit ihm angreifen können, flickern die hier, der Gegner blockt den Felia, tötet den Felia, die Formwirbel kommt wieder rein und wir equippen die Formwirbel an den Felia. Das ist super strong, dementsprechend geile Karte fürs Sideboard. Dann ein Battle of the Bywater. Wie gesagt, es gibt aktuell sehr viele Frösche, es gibt aktuell sehr viele Trolle, es gibt aktuell ganz, ganz viele Eldrazis und die können wir damit alle zerstören, während unsere Karten wahrscheinlich überleben. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber sie werden wahrscheinlich überleben und die Foot-Tokens sind nicht so schlecht. Ist eine gute Cyberkarte. Dazu noch 2 Path to Exile, wie gesagt, Murktide Region, Trolle, Eldrazis kommen alle auf uns zu und jedes Midrange-Deck muss geschlagen werden, dementsprechend das schlägt Tempo, das schlägt Midrange, ist nicht so gut gegen Control, nicht so gut gegen Combo. Aber ja, das ist jedes Thema des Decks, dementsprechend, ja, das ist das Mainboard. Gehen wir mal in den Deck-Talk. Zuallererst muss ich sagen, Death and Hawks ist kein kompetitives Deck, es ist ein Deck, was ich mir wünsche, dass es gut ist. Ich habe es jetzt eine Menge gespielt gegen Eldrazi, ich habe es eine Menge gespielt gegen andere Midrange-Decks und sonst was. Gegen Scam verliert es einfach haushoch. Gegen Combo ist es nicht gut aufgestellt. Egal, ob es die Artefakt-Kombos ist, Spell-Kombos, egal was, ist nicht gut aufgestellt. Und es läuft auch nur so mittelmäßig. Aber ich wollte es euch zeigen, weil es ein cooles Deck ist und ich ein paar Ligen damit auf Magic Online gespielt habe. Und es wirklich ein geiles Gefühl ist, mit diesem Deck mal zu spielen. Und wenn man denn mal solche Kombos wie mit Senu, Force of Virtue, geht End of Turn Felia, greift mit Felia an, kriegt den Senu rein, geh mal für 6 hauen, Turn 2, also Turn 3, ist es geil. Es ist wirklich cool, es macht auch Spaß. Und dementsprechend, ja, es ist cool, also Senu wollte ich unbedingt spielen, Felia und White Orchard sind der Shit, sind wirklich 2 der besten neuen Karten für Death and Hexes.
für das 80-Karten-Jorion-Deck, das ich nicht mag, weil man die Version nur spielt wegen Uro. Und Uro ist einfach eine beschissene Karte, die einfach weg kann. Dementsprechend meh. Deswegen bleibe ich bei Death and Hawks aktuell. Es ist ein ganz lustiges Deck. Es hat Spaß gemacht zu spielen. Ich habe damit jetzt zwei Ligen gespielt und ein FNM. Es war ganz witzig. Es hat Spaß gemacht. Lief halt mittelmäßig durchwachsen. Aber es hat Spaß gemacht. Das war für mich die Hauptsache. Und Squadron Hawk und Force of Virtue wird für mich immer einen besonderen Herzen in meinem Platz haben. Einen Platz in meinem Herzen haben. Denn sie haben dafür gesorgt, dass ich bei Legacy geblieben bin. Denn dieses Deck, Death and Hawks, hat dafür gesorgt, dass ich weiter Legacy spiele und nicht aufhöre, als Renin 6 an der Macht war. Und ja, hier haben wir eine Menge neue, coole Karten für das Deck. Solitude gab es damals auch noch nicht. Und diese neuen Karten wollte ich halt testen und habe ich jetzt getestet. Und sie sind cool. Sie machen wirklich Spaß. Dementsprechend schaut euch das Deck mal an. Wenn ihr die Karten rumliegen habt, probiert es. Proxt es. Es macht Spaß. Es ist nicht so stark wie ein 80-Karten-Jorion. Es ist nicht so stark wie ein richtiges Death and Taxes. Aber es macht mehr Spaß, meiner Meinung nach. Wenn man auf die Fresse kriegt, macht man halt gar nichts gegen die Gegner. Gar nichts. Also entweder spielt man mit und ist voll dabei und gewinnt dann irgendwann die Überhand. Oder man kriegt halt volles Pfund aufs Maul. Und das ist okay. Kanal abonnieren, liken, Leuten zeigen, die Death and Taxes aktuell spielen, dass es auch andere Versionen von Death and Taxes gibt, wie zum Beispiel Death and Hawks. Und wenn ihr da jemanden kennt, schickt ihm einfach dieses Video. Hi, Bro. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Hi, Blackseed. Ciao, ciao.